Yo, Peace Leute und willkommen zum 9. Run, müsste es sein, von The Binding of Isaac Rebirth. Und ich würde sagen, wir starten direkt und ich würde sagen, wir werden mal mit Kane eine Runde machen. Mit dem haben wir noch gar nicht gespielt. So, dann haben wir erstmal einen Zacki-Zacki-Raum. Ich würde sagen, komm, wir gehen rein, scheiß drauf. Oh toll, 3 Spinnen, wow. Und dafür habe ich ein ganzes Herz ausgegeben, verdammt. Oh Mann, was für ein ekelhafter Raum. Der ist richtig grässlich. Ciao, ciao. Oh, schön, das hat die Spinne erledigt für uns. Aber der dürfte eigentlich ein Herz droppen. Das ist ziemlich schön. Komm. So, ja, er droppt sogar ein ganzes Herz. Sehr schön, sind wir wieder voll. Und blaues Steinchen. Das heißt, eine Bombe wäre ziemlich schön. Oh, Mann. Ich treffe dich nicht. Okay, wir brauchen, glaube ich, 3 Schüsse für... Oh, da oben sind ja... Ui. Schieß doch nicht so oft. Was geht denn bei euch, Mann? So, erstmal hier durch. So. Dann will ich mich erstmal den hier weg haben. Dann kann ich da schon schön ungestört langlaufen. So. Ich will nicht getroffen werden. Nein. Lasst mich in Ruhe. Ihr habt keine Chance gegen mich. So, weg ist er. Der trägt uns eine Münze. Irgendwie war uns mehr als eine Münze, aber okay. So, komm. Verrecket. Sterbet. Okay, Boss Rush können wir schon vergessen, dass wir ihn machen wollen würden. Ich will ihn eh nicht machen. Zumindest jetzt gerade nicht. Denn wir brauchen hier viel zu lange. Aber ich bin lieber vorsichtig als zu sterben, Leute. Also das müsst ihr respektieren, ja. Ich werde halt nun mal gerne getroffen, ja. So, ja, schießt nochmal. Und dann verreckt. Verreckt, habe ich gesagt. Dankeschön. Leider kein Bömmchen. Ja, was kriegt man hier? Okay. Forever Alone, Attack Fly. Ist nicht schlecht. Macht auf jeden Fall gut Damage, glaube ich. Ich glaube, die rote macht mehr als die blaue. Es gibt noch eine rote, Attack Fly. Aber ist okay, ist okay. Machen wir mit Damage, wenn wir wollen. Okay, wir brauchen eine Bombe eigentlich für diesen blauen Stein hier. Der ist nämlich sehr, sehr schön. Der grinst mich ein bisschen an, Leute. So, hier ab in den Raum. Okay, erstmal diese Fliegen hier da außen töten. Uaia. Mensch, Kerle, jetzt beruhigst dich mal. Wie gesagt, das Sivos. So, nichts, sondern gehen wir mal hier weiter. So, nur eine kleine Fliege und, ein Bümpchen. That's so amazing, man. Ah, das freut mich. Und dann können wir jetzt gleich den blauen Stein springen. Aus dem Weg. Aus dem Weg. So, hier ist der blaue Stein. Zack. Legt man da hin. Und kapow. Sehr schön. 2 Seelenherzen. Das freut mich doch. Und ja, da haben wir nichts mehr zu tun auf dem Weg und gehen einfach mal zum Boss. Oh. Erstmal hier gegen den Stein laufen. Ne? Das ist ja erstmal das Wichtigste. Ne? So, wer ist es? Ist es Dingle, Jingle, Mingle, Kingle? Was machst du nochmal? Keine Ahnung, was der uns jetzt gebracht hat. Ich weiß es wirklich nicht. Heilt es uns voll oder so? Ich glaube, das heilt uns voll, ne? Das heißt, es war ein bisschen sinnlos. Okay, er charged wieder. Aber wir haben hier immer diese Kackhäufchen, die uns helfen. Das ist sehr, sehr schön. So, komm mal nach oben wieder. So, er spuckt. Das passt. Er spuckt nochmal. Mensch, Kerle. So, er charged. Diese Kackhaufen sind gut in dem Raum. Die sollten wir hier lassen auf jeden Fall. Die sollten wir jetzt nicht zerstören. Weil die uns auf jeden Fall helfen. Wenn er auf uns zucharged. Okay, er charged wieder. Du bist so schlecht. Kann ich ja gar nichts kannst du. Wir sollten vielleicht auch mehr mit der Attackfly arbeiten. Oh, da wurden wir getroffen. Da habe ich nicht aufgepasst. Okay, er spuckt wieder. Aber er ist gleich down. Er ist down. Und wir wurden natürlich noch getroffen. Scheiße. Habe mich zu sehr darauf konzentriert, ihn zu treffen. Und dann hat er mich auch getroffen. Das war ein bisschen blöd. Nun ja, wir kriegen den Ledge Key. Den kriegen wir irgendwie neben Part, kann das sein. Auf jeden Fall 2 Schlüssel, das ist schön. Und wir gehen einfach mal weiter. Ohne irgendwelchen Firlefanz hier zu machen. Gehen wir einfach mal weiter. Luck up auf jeden Fall. Das ist gut bei Kane. Das ist sehr, sehr schön. So, was gibt's hier? Oh, wie stressig. Ich will nur erst kurz wissen, ob hier ein blauer Stein ist. Aber hier ist kein blauer Stein. So, ich hasse solche Räume. Ne? Das sind so ziemlich die hässlichsten Räume, die es gibt. Oh, da wäre gleich der Boss. Und den wollen wir natürlich noch nicht. Erstmal wollen wir den Item-Raum. Oder sollen wir erstmal zum Boss? Wir können auch erst zum Boss gehen eigentlich so. Hätte ich kein Problem damit an sich. Komm, gehen wir zum Boss. Scheiß drauf. Gurglings. Puh, ekelhafte Gegner, sage ich dazu nur. Ich hasse alles, was auf mich zucharge. Und vor allem, wenn es dann noch so einen hässlichen Rückstoß hat. So, okay. Wir müssen aufpassen. Die Blutspur. Die macht uns ja auch Damage, denn wir können ja noch leider nicht fliegen. So, der charge. Der charge. Oh, ne, ist noch nicht gecharged. Erstmal sollten wir eigentlich einen von den beiden down kriegen. Aber ist gar nicht so einfach gesagt wie getan. Es ist einfacher gesagt als getan. Halt, ich will nicht in die Blutspur laufen. Das wäre so ziemlich der dümmste Damage, den wir kriegen könnten. So, einer ist tot. Huah. Du warst aber gerade nah mit dran, mein Freund. Hey, das will ich aber nicht nochmal sehen.
Boah. So, komm jetzt so erst down. Wir kriegen einen Devil Deal und wir kriegen all Stats up. Nice. Sehr schön. Wir machen jetzt richtig gut Damage. The Mark. Das nehme ich mir mit. Es gibt Damage up. Oh, läuft, läuft. You unlock Krampus in the Devil Room. Yay. Nein, nicht yay. Boah, was für ein krasses Damage. Okay. Tschüss. Ui. Oh, wie riesig wir sind, ne? Aber ein schönes Damage abbekommen. Oh Mann, warum müssen diese Räume sein? Warum gibt es die überhaupt? Die mag doch eh. Oh, den haben wir One-Shot erledigt. So, der Blaue schießt, glaube ich, in alle vier Richtungen, wenn man ihn tötet. Ne, er spawnt uns fliegen. Okay. Was bist du? Amnesia. Nicht so schön. Okay, okay, das schaffen wir. So, dann hier, hier unten waren wir noch nicht. Okay, stressige Gegner auf jeden Fall. Aber passt schon. So, sehr schön. Wir haben guten Damage auf jeden Fall. So, was bist du? Ah. Ich glaube, das kann uns ab und zu in so ein komisches Vieh verwandeln, was kein Damage kriegt und auch nicht schießen kann, aber halt eben Gegnern Damage macht, wenn es gegen sie läuft. Genau. So, habe ich gut erklärt, oder? So, hier. Komm, Leute. Jetzt stresst mich mal nicht so. Hab doch eh geil. Wir machen richtig gut Damage, ne? Das freut mich schon mal richtig krass. Da können wir rein für zwei Schlüssel. Ich glaube, das machen wir sogar. Ja, wir haben recht viele Schlüssel. So, fertig ist der Raum. Nochmal zwei Münzle. So, die Kacke auf. Gehen wir da rein. Gehen wir da rein. Kann was Cooles drin sein eigentlich. Zum Beispiel das hier. Das ist, oh, das ist sehr schön. Seelenherz. The Fool. Paralyse. Auch nicht schlecht, Paralyse. So, hier unten waren wir, glaube ich, noch nicht. Ne, waren wir auch noch nicht. Das ist ein schöner Schlüssel noch für uns. Hey, schieß mal nicht auf uns, kleiner Bastard. So, Schlüssel nehmen wir. Ich komme mit Amnesia noch nicht ganz klar. Gibt es hier oben noch irgendwas? Ja, dann müsste hier dann... wie hässlich. Was für ein hässlicher Raum. Was für ein hässlicher Raum. Alter, wie hässlich ist das denn? Geh da rein. Little Brimstone, Baby. Auch nicht schlecht. Ich laufe die hinterher. Ich laufe... da kommen wir nicht durch. Da kommen wir niemals durch. Hilfe. Ich habe Angst. Ah! Nein! Wir müssen noch zweimal getroffen werden, Alter. Ich glaub's ja nicht. Okay, wir haben jetzt den Itemraum. So, jetzt bin ich fertig mit dem mit der Scheißebene hier. Überall nur diese Drecksräume, wo ich natürlich Damage kriegen muss. Wir gehen weiter. Okay, ciao. Oh, ein bisschen von den Items her läuft es eigentlich recht gut. Der Devil, die war episch. The Mark ist immer schön. So, gucken wir uns nochmal die Stats an. Damage ist super klasse. Jetzt haben wir das Little Brimstone Baby dabei, was uns sicherlich auch noch helfen kann. In Notsituationen. Er kann das uns gut helfen und alles töten. So, noch ein Schlüssel. Wir finden viele Schlüssel. Das freut mich eigentlich. Haben wir keine Schlüssel? Oh, was für ein hässlicher Raum. Das ist echt auch ein hässlicher Raum. Zu viel explosiven Dingen. Tschüss. Da ist noch irgendwas. Spring mal bitte so Pilze auf. Please. Oh Mann. Sollen wir eine Bombe legen? Komm, wir legen hier eine Bombe. Drei Pilze. Wegsprengen. Oh, sogar mehr. Paralyse und Pheromonen. Okay. The Fool nehmen wir natürlich mit. So, gehen wir hier weiter. Okay, das war eine Fliege, genau. Wieso haben wir schon wieder Fliegen? Wir hatten vorhin auch schon Fliegen. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Hauptsache, wir haben Fliegen. So, du droppst ein Herz. Das juckt mich aber gar nicht. Kann ich eh nicht benutzen. So. Schlüssel ist schön. So, hier Fledermäuse. Ja, ja, ja. Versucht nur gegen an mich ranzuchargen. Ihr schafft es eh nicht. Haha, Loser. So, machen wir diesen riesigen Raum da. Ich habe vor diesem Raum eigentlich ein bisschen Angst. Ist auch nicht wirklich ein schöner Raum. So, hier mal kurz durchrushen. Na, wir machen viel Damage, das ist schön. So, ich will hier in der Mitte am besten stehen. Zeig deinen Hals. Ich möchte deinen Hals sehen, Baby. Bebe, zeig mir deinen Hals. Zeig mir ihn. Oh, ja. Komm, zeig mir nochmal. Wir treffen ihn natürlich nicht. Oh Mann, mein PC, ey. Er kommt mir zu nah. Er kommt mir viel zu nah. Oh, wir haben es geschafft. Die Bombe möchte ich mir aber holen, hey. So, her damit. So, hier oben geht's zum Boss. Sollen wir gleich den Boss machen? Ja, komm. Machen wir gleich den Boss. Und mein PC soll aufhören, Geräusche zu machen. Dankeschön. Das hört ihr, glaube ich, schon. So, Mega Man. Nicht ganz so schön. Aber wir machen gut Damage. Okay, okay. Das geht alles klar. Ja, passt. So langsam bekomme ich ihm sein Moveset halt raus. Ich habe nur Probleme mit dem Ausweichen. So, sein Moveset kann ich inzwischen, aber... Ich komme nicht damit klar, diesen lilanen Dingern auszuweichen. Komm, Little Brimstone Baby. Mach dem Wichser Damage. Ja, haben wir es geschafft. Kriegen den Devil Deal, kriegen noch Tears Up, Squeezy und noch zwei Soul Hearts. Sehr schön. Wow, was kriegt man hier Schönes? Krampus. Ja, wow, gerade freigeschalten. Gleich kriegt man ihn natürlich. Oh, wäre natürlich auch getroffen.
So, Krampus kann natürlich auch diesen Brimstone machen in alle vier Seiten. Und kann Krampus Head droppen, der eigentlich ziemlich gut ist. Head of Krampus has appeared in the basement. Aber wir kriegen Kohle. Kohle macht umso weiter weg die Tränen sind, umso mehr Damage machen wir. Ist auch nicht schlecht, nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist ja klar. A Lump of Coal. Macht's auch Damage ab oder so? Nee, ich glaube nicht. So, dann gehen wir mal raus hier. So. Peace, Mann. Alles fresh bei euch. So, gehen wir hier rein. Das habe ich nicht erwartet, dass die in alle vier Richtungen dann schießen. Okay. So. Wir haben zwei Bomben. Wir springen hier nochmal. Vielleicht kommt hier was Schönes. Aber wir haben ja All Stats Up schon, ne? Komm, kann das dann nochmal hier rauskommen? Ich weiß es nicht. Nee, es ist ja aus dem Itempool gelöscht. Aber egal, wir könnten coole Pillen rauskriegen. So, da ist nichts. In den Shop könnten wir schauen. Wir haben sehr, sehr viele Münzen. Oh, Pride. Pride ist nicht wirklich schlimm. The Book of Sin has appeared in the basement. High Priestess? Nee, ich glaube, da stampft Mutter und die kann auch uns dabei treffen. Deshalb machen wir das mal lieber nicht. Okay. Ich hasse diese Gegner, aber mit viel Damage geht es klar. Hehehe. Was für eine nice Lache, Leute. Ich bin so funny, Mann. Oh, hab ich drin. Hey, was wagst du es in mir zu spawnen? Kleiner Wichser. So, komm weg. Jetzt fährt da draußen noch ein Motorrad lauter lang als alles andere. Mann. Die Aufnahme ist verflucht, ey. Andauernd komische Geräusche. So, noch ein Schlüssel. Wir kriegen verdammt viele Schlüssel durch diesen Ledge, okay. Haben eh keine Bombe, können nichts machen. So, was bist du? Homing Shots. Cool. Homing Shots ist schön. Also, die Schüsse verfolgen sozusagen die Gegner. Also, wir gucken in den Shop natürlich rein. 1 plus 1 ist das, ja, das dürfte das Item sein, ne? 1 plus 1, free forever. 1 plus, ne? Ja. Gut gedeutsch-englisch. So, nochmal zwei Münzen liegen hier. Das ist ganz gediegen. Und zwei Schlüssel. Jetzt droppt uns alles doppelt. Das ist ziemlich, ziemlich geil. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht mehr so große Sorgen mit Bomben und Schlüsseln und sowas haben. Mit Schlüsseln eh schon jetzt nicht mehr. Aber mit Bomben und sowas, wenn alles zweimal droppt, ist es eigentlich ganz gediegen. So. Und dann gehen wir einfach mal in die nächste Ebene, denn wir haben keine Bombe im Geheimraum oder sowas zu suchen. Oder um blaue Steine zu sprengen. Also sind wir jetzt einfach mal in Caves 2. So, ein Zacki-Zacki rum hätte ich mal gern. So. Ah, geht weg, ihr Fliegen. Oh Mann, wir wurden So, das ist dieser Effekt von unserem Trinket. Sehen wir nicht cool aus damit? Aber es ist blöd, dass wir getroffen wurden. Das war echt ein blöder Hit. Ich bin, können wir One-Hit erledigen. Die sind kein Problem für uns, wenn wir mal treffen würden. So, sehr schön. Zwei Bomben. Danke. Okay, zwei Spinnen, die auf uns zurasen und eine, die wegbleibt. Das heißt erstmal die, die auf uns zurasen, erledigen und dann die, die sich verpisst. So, nochmal zwei Schlüssel dazu. Also was Items angeht, sollten wir jetzt kein Problem mehr haben. Also was Geld und sowas angeht, wirklich. Das sollte jetzt klappen. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar 1050 Damage-Ups dann noch. Und dann ist alles in Ordnung. Obwohl, wir machen ja echt gut Damage, aber es geht immer mehr, Leute. Das müsst ihr bedenken. In Isaac geht immer mehr. So, da oben kommen wir gar nicht rein. Ja, dann gehen wir hier weiter natürlich. Okay, diese Fliegen, die sich in einem Kreis fliegen. Das ist ja gediegen, Alter. So, bisschen Cash noch. So, dann geht's hier weiter. Okay, wieder zwei Spinnen. Die denken, sie könnten auf uns zurasen. Was bist du? Faith up, nee. Dann kriegen wir vielleicht keine Devil Deals mehr. Weiß ich nicht. Hier hätten wir Karten, aber wir haben eh The Fool. Und The Fool gefällt mir eigentlich recht gut. Okay. Boom. Boom. Komm, du gehst auch noch kaputt. Du auch bitte. Boom. Sehr schön. Ja, gehen wir zum Boss. Gehen wir zum Boss. Es ist Mega Fetty. Ja, schön. Super klasse. Ich liebe Mega Fetty. Warum pupst denn du, ey? Voll ekelhaft. Ey, schon wieder. Mann, raff dich doch mal. Oh gut, zum Glück ist er lang umgeblieben, ey. Wir sind nämlich nicht wirklich schnell. Das heißt, wir könnten nicht wirklich entkommen, wenn der mal wirklich krass auf uns zurast. Komm, er ist fast down. Ey, ist down. Sehr schön, mega fettig. So, wir kriegen den Double Deal, wir kriegen den HP ab. Und ich rede im Double Time hier durch. Sehr schön. HP ab ist gut. Oh Mann, nur so ein Müll. Ich will es nicht mitnehmen, nein. Ich nehme es nicht mit. Das heißt Müll. Das kann uns bestimmt, könnte uns helfen, aber da hebe ich mir mein Herz lieber für den nächsten Devil Deal auf. Hoffentlich kriegen wir jetzt keine Angel Deals, weil Angel Deals sind schon... Nein. Angel Deals sind, können schon cool sein, aber Devil Deals sind einfach schöner. Angel Deals kosten halt nichts, das ist immer ziemlich geil. So, ein paar Spinnies. Und so ein kleiner Schlawiner, der die spawnt. So. No problem für unseren Damage. Wir machen echt fresh Damage, Leute, Mann. Ich muss immer wieder drauf gucken, weil ich es noch immer noch nicht glauben kann. So. Diese Fliegen haben keine Chance gegen uns. Also mit dem Damage? Jawohl, mit dem Damage. Aber doch, wir könnten eigentlich zu Satan. So mit dem Damage eigentlich. Aber da geht schon noch um einiges mehr. Würde ich mal sagen. So zwei Bömpchen. Vier Bömpchen.
Und zwei Schlüssel. Was für ein Raum, ey. So, da unten ist noch was. Das Cleanen wir natürlich auch, würde ich sagen. Vielleicht ist ja was Schönes da drin versteckt. Und nö, erstmal ein leerer Raum, okay. Und dann noch. Zum Kotzen. Aber die mit den Homing-Shots sind die eigentlich ganz gut zu treffen, so. Im Allgemeinen, Leute. Das kriegt man schon hin. Ah, der Itemraum. Oh, wir hatten den Itemraum ja noch gar nicht. Oh, hab ich nicht gewusst. Okay, Rotten Baby. Gibt Schlimmeres, gibt Besseres. Gucken wir in den Shop rein? Ja, komm, wir gucken mal in den Shop rein. Wir haben so viele Schlüssel, die Nonnenhaube. Wir haben eh kein Space-Item. Also bringt es uns nichts. Wir spenden. Spenden, Leute. Wir müssen, ich will auf ein paar Münzen hochkommen. Am besten 999 direkt morgen. Nein, Spaß. Aber umso mehr Münzen, umso bessere Upgrades kriegen wir im Shop und keine Ahnung. Das ist dann ganz gediegen so. Die würden wir eh nicht reinkommen, auch wenn wir sie brauchen könnten. Und dann, oh, was ist denn das für eine Raumkombination? Da brauchst du ja 5 Jahre, um rauszugehen, ey. Mann. So. Dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Ebene, Geheimraum suchen, Leute. Bringt bei mir gar nichts. Also, ich finde die nie. Wir versuchen es jetzt einfach mal hier. Komm. Wir versuchen es. Aber es ist nichts da. Wir versuchen es jetzt hier noch rechts. Und dann lasse ich es auch wieder. Weil ich finde die eigentlich nie, weil ich, wie gesagt, immer noch nicht gescheit weiß, wo die sein können. Und wie ihr seht, finde ich die nicht. Blaue Steine sehe ich hier nicht mehr. Die sind nur Kackehäufchen aus Kackehäufchen in den Bossraum. Kann eh nichts rauskommen. Also einfach mal weiter. So, Nekropolis 1. Was ist hier drin? Na, wohl eine Satanskiste, ne? Wir können uns eh rausporten. Nehme ich. Und raus. Jetzt haben wir zwar nur noch ein Herz, aber scheiß drauf. 9 Leben finde ich eigentlich ziemlich gediegen. So. Vor allem dann baut man sich halt mehr auf Seelenherzen auf. Und ich mag Seelenherzen eigentlich mehr als rote Herzen. Außer bei Devil Deals. Weil Seelenherzen-Deals immer 3 Seelenherzen kosten. Das ist ziemlich scheiße. Boah, die Spinnen sind weg. Das Feuer schießt noch nach uns. Ist mir egal. Aber da kommen wir leider nicht ran in die schöne Kiste. Manu. Oh nein, ich hasse diese Masken. Oh, du kleiner Bastard. Komm. Sehr schön. Ja, springen wir natürlich frei. Ist ja klaro, ne? Kriegen wir ja für eine Bombe 4 Bomben. Mal ein bisschen Cash Money. Was ist denn das? Wie soll ich denn hier durchkommen ohne Fliegen? Das geht doch gar nicht. Hä, wie hässlich. Nee, also da will ich nicht unbedingt durch. Hä, gibt's... Da ist ein Zacki-Zacki-Raum, da gehen wir auch auf jeden Fall rein. Auch wenn wir da Damage kriegen. Scheiß drauf. Dafür nehme ich Damage lieber in Kauf, weißt du? So, das ist... Oh, chill. Ich wollte gerade sagen, chillig. Und dann renne ich einfach ins Feuer rein. Aber egal, wir kriegen den Seelen jetzt wieder zurück. Was haben wir hier drin? Codehead. Ganz gediegen. Wieder raus. Dann hier rechts weiter. Hoffentlich ist hier der Itemraum und der Boss. Hier ist auf jeden Fall mal der Itemraum. Ist auf jeden Fall schon mal recht gut. Aber mit dem Brimstone Baby kommen wir auch über die Range locker. Weg mit dir. Oh, eine Pille. Was ist hier? Pretty Fly. Geil. Chillig. So, ab in den Itemraum und wir finden ein paar Bömpchen. Erstmal will ich dich hier weg haben. Stresst mich. Mr. Mega Bla. Ach so, ja doch, wir finden Bomben. Aber wir machen jetzt auch mehr Damage mit Bomben. Ja, wir können in den Shop reingucken, aber wir haben eh nicht so viel Geld. Aber komm, wir gucken rein. Wir haben so viele Schlüssel. Vielleicht ist ja was richtig Krasses drin, aber es ist nichts richtig Krasses drin. Weil wenn jetzt was richtig Krasses drin gewesen wäre, hätten wir aus dem Automaten was raussprengen können. Wenn es irgendwie, keine Ahnung, 50 Damage Up drin gewesen wäre. Was es gar nicht gibt in Shops, aber für mich gibt es das so. Wir können eigentlich echt nur hoffen, dass der Boss nicht da bei diesem Stacheldingens jetzt ist. Halt, wie soll man denn da rüberkommen, wenn man nicht fliegen kann? Jetzt mal ganz ehrlich, aber er ist hinter diesen scheiß Stachelräume. Hinter diesem scheiß Stachelraum halt. Aber jetzt frage ich mich echt. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich muss mir das echt nochmal angucken. Jetzt mal ganz im Ernst. Weil da in der Mitte ist ja ein Loch. Das ist unmöglich ohne Fliegen, oder? Moment mal. Ja, scheiße. Ja, okay. Es ist unmöglich ohne Fliegen. Hä? Finde ich aber dann scheiße irgendwie. Ich glaube, du hast nur noch irgendwie einen her. Lass mich in Ruhe, ey. Dankeschön. Da habe ich ja fast geheult, Alter. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, du hast nur noch ein halbes Herz, Alter. Du willst da durch und dann... Oh, scheiße. Diese ganzen Scheißmasken. Warum kommt ihr andauernd? Pisst euch. So, wir sprengen mal hier diese Skulls, um vielleicht schwarze Herzen zu kriegen. Yep. Sehr schön, denn wir haben nicht mehr so viel Leben, Leute. Na klar, Dead Cat hat uns halt rote Herzen abgezogen, aber war hoffentlich eine gute Entscheidung. Oh ja, versuch du nur mal zu uns zu kommen. So.
Noch mehr Bomben, Bomben, Bomben über alles. Nee, komm, schieß mal nicht auf. Bin ich mir einfach zu fein für, obwohl doch, wegen hier eine Bombe, da schießt mir ein bisschen was auf. Leider kein schwarzes Herzchen drunter, schade. Hätte uns sicherlich gut geholfen. So, ja, spawn du nur deine komischen Kackhäufchen. Ich mach sie alle kaputt, alle. Jeden einzelnen. So, komm. Öffne dich, du Kackhaufen, und spawne diese Fliege. So, da ist der Boss und noch ein paar Buttlickers. Wir müssen auf der Brimstone Baby eigentlich einsetzen, ne? Aber wir machen es halt ziemlich selten eigentlich. So, komm, Homing Shots, trefft. Oh, was haben wir? Cash Money, 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 Money Rich. So, wir sprengen hier noch ein bisschen rum. Können ja überall schwarze Herzen drin sein. Oder eine Karte. The Sun. Okay, deckt die Karte auf und heilt uns, glaube ich. Okay, ein Gegner. Ja, weg. Weg mit dir! So, treffen wir da beide? Ja, mit unserem Blast Damage sollten wir das schon schaffen. So, und die letzten zwei. Boom. Noch ein Gegner. Sehr schön. Okay, dann gehen wir einfach mal zum Boss. Oh nein, zum Kotzen. Zur Adversary, Mann. So ziemlich einer der krassesten Bosse, Alter. Okay, er macht dunkel und... Ach, der springt. Ich habe gedacht, der charge nur. Scheiße. Schnell, mach ihn fertig. Dankeschön. Dogfood. Dessert. Ich nenne es immer Dogfood. Aber gut, ein Devil Deal. Damit könnten wir fliegen mit dem zweiteren, ne? Aber da hätten wir nur noch ein Seelenherz. Scheiß drauf. Demon Wings. Jetzt können wir fliegen. Oh, noch ein Seelenherz, Leute. Wir sind ja richtig auf Risiko gegangen. Wir gehen in die nächste Ebene. Ja, ich bin gerne jemand, der ein bisschen auf Risiko geht, so. Weiß nicht. Ich hab's einfach lieber so. Lieber laufe ich mit weniger Herz, auch wenn ich oft getroffen werde. So, was ist hier drin? Könnte man sich echt gut überlegen. Wir können halt Damage trinken. Ach, scheiß drauf. Seelenherz. Das freut mich. Der kleine Loki. Der kleine Schlawiner. So, erstmal diese Fliege weg. Erstmal diese Fliege weg. Ach Mensch, Loki, Mensch. Ich kenne dich doch noch von früher, ey. Du warst mal früher so ein netter Kumpane. Jetzt bist du einfach so ein Bastard. Wer kommt noch? Es ist Monstro 2. Ich habe auch einen Brimstone. Zwar nur als Baby dabei, aber das passt schon. Okay, er jumpt. Er jumpt nochmal und spawnt fliegen. Juckt uns nicht. Juckt uns einfach alles nicht. Er jumpt. Er jumpt nochmal. Der ist auch ziemlich einfach so zu erkennen, sein Moveset. Aber er hat halt ziemlich viel Leben, was ziemlich stressig sein kann. Oh, da habe ich nicht mit gerechnet. Wir kriegen zweimal Damage davon, weil wir dumm sind. Mann, so. Ist noch einer oder war es das? Das war's, okay. Aber noch ein Seelenherz, sehr schön. So, was bist du? Okay. Lockdown. Duberty. A missing page. Nehme ich mal mit, weil ich nicht weiß, was es macht. Arcade Room wollen wir nicht rein, ist nur Zeitverschwendung. Eine Karte für den Schlüssel, ja. Wir können doch fliegen. Ich bin so behindert, Entschuldigung. Oh Mann, es ist der Magican. Okay, wir haben eh Homing Shots, also bringt uns das gar nichts. Wir haben einen Schlüssel umsonst ausgegeben, aber wir haben eh so viele Schlüssel. Also juckt es uns gar nicht. So, komm, verreckt. Die Tentakel machen nichts, gell? Die machen einfach nichts. Justice. Justice ist besser. Bisschen Stuff. So. Uah. Ihr wart aber schnell unterwegs, hey. Boah, die können sogar durch die Steine durch, Alter. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Komm, Brimstone. Fuck! Hä? Was hat das hier? Ach so, das ist wahrscheinlich... Cancer? Cancer! Sehr schön. Cancer nehme ich natürlich mit. Oh, Pin wahrscheinlich. Ich mag Pin nicht. Und vor allem so viele Pins. Hä, durch was haben wir gerade Damage bekommen? Durch was haben wir gerade Damage bekommen? Ist Pin unter uns oder so gespawnt? Ich glaube, ja. Scheiße. Komm, Pins, Pins, geht weg. Deshalb mag ich Pin nicht, weil ich ihn nie einschätzen kann, wo der kleine Wichser spawnt. Komm, Pin. Das ist der letzte Pin. Verreck. Verreck. Verreck doch. Dankeschön. Wir haben nur noch ein halbes Seelenherz, Leute. Ey, Mann, was ist denn mit meinem PC los? Leute, was ist denn mit der Aufnahme los? Alter. PC-Geräusche, Motoren fahren da laut draußen rum. So, ich hoffe, dass da irgendwas Geiles drin ist. Bitte. Irgendwie 50 Seelenherzen. Okay, ich... War das so, dass man das wegsprengen muss? Ja, yep. Ah, okay, nächste Ebene. Komm mal, das Bett... Hä? Was? Hä? LOL! Können wir das nochmal machen? Nee. LOL! Können wir das wegsprengen? Ich hab diesen Keeper da. LOL, wie nice!
Das wusste ich überhaupt nicht. Wir könnten hier in die nächste Ebene, aber wir haben den Itemraum noch nicht. Und auch den Boss noch nicht gekillt. Ich möchte den Boss eigentlich schon töten. Ist ja Mams, Mam ist es? Ist es Mam-Ebene? Ich glaube, es ist Mam-Ebene. Lol, wir haben einfach Seelenherzen dazukommen, wie fresh. So, hier noch ein bisschen rumsprengen. Vielleicht noch das ein oder andere schwarze Herzchen bekommen. Yep, eins. Sehr schön. Und eine Karte des Sun. Hatten wir die nicht vorhin schon mal? Ach, keine Ahnung. Weg. Weg. Wir könnten eigentlich, in der reinen Theorie können wir sogar den Itemraum finden und dann einfach damit runter. Aber ich möchte den Boss eigentlich, oder möchte ich den bekämpfen? Ich denke schon, dass ich den bekämpfen möchte. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Gucken wir mal. Oh, leider kein Seelenherz hier. Komm, ein Seelenherz muss schon drin sein, Leute. Schade, leider keins. So, das ging eigentlich recht schnell. Das war gediegen. Ich habe diesen Raum mir viel schlimmer vorgestellt. Okay, okay. Fuck it. Der hat wenigstens hat er eine Batterie gedroppt, ja? Da, komm. Little Chubby Chub. Schaut auf mich zu. Warum hast du die Bombe nicht gefressen? Egal, du bist tot. Ob du sie frisst oder nicht, du bist tot. So. Da ist ja noch einer. Kleine Schlawine. So, Shop guckt man natürlich rein. Keine Ahnung, was es ist. Ich nehme es mit. More Trinket Room. Cool. Können wir ein zweites Trinket mitnehmen, wenn wir Bock drauf hätten. Haben wir auch sicherlich drauf Bock, aber wir müssen halt ein zweites Trinket finden. Moment, ich spende hier kurz mal. Das hat ja schön funktioniert. Oh Mann, ey. So, wo ist denn jetzt der Itemraum? Hier ist der Boss. Aber wir wollen den Boss noch nicht machen. Ich will erst den Item Room. So, was ist hier noch? The Moon. Teleportiert uns wohin? Ah, in den Geheimraum. Okay. Gut zu wissen. Hier noch eine Bombe legen, um diese Shopkeeper in die Luft zu springen. Nur Spinnen, ey. Nur Spinnen. Ich glaube sogar. Doch, ich glaube, da ist einmal Geld rausgekommen, oder? Weiß ich nicht. Ja. Okay, war. Wann kann der Geheimraum. Okay, ich wollte eigentlich. Eigentlich hätte ich nie gedacht, dass der Geheimraum neben. Hin, also sozusagen neben dem Shop sein kann. Aber anscheinend schon. Oh Mann, Leute. Verrückter Run auf jeden Fall hier am Start. So, wir waren noch nicht im Itemraum, ne? Ich glaube nicht. Hier liegt noch ein Trinket. Das können wir jetzt mitnehmen. Einfach mal so. Ich weiß zwar immer noch nicht, was es macht. Hier ist der Itemraum. Fress die Bombe. Kaboom. Und verreck bitte. Dankeschön. So, rein mit dem Schlüssel. Ah. Dead Bird. Na toll. Nee, ist nicht so toll. Also, ja. Es ist halt, wir wollen ja an sich nicht, also das ist halt ein Vogel, der immer spawnt, wenn wir getroffen werden. Aber wir möchten ja an sich nicht getroffen werden. Ich meine, ich werde trotzdem die ganze Zeit getroffen, aber egal. So, Moment. Ah, kurz ein bisschen anders hinsetzen. So. Ja, dann würde ich sagen, ab zum Boss. Ab zum Mutti. Ja, stampf ruhig, ey. Oh, aufpassen. Ihr sexy Fuß kommt da mal wieder runter. Komm, Mutti. Oh, das war ein bisschen mies. Mann, Mutti, ey. Du bist echt asozial. Ja, so heiß ich. Zumindest in diesem Spiel. Boom. Du Bitch. Ich glaube, im Auge kriegt sie am meisten Damage, ne? Habe ich zumindest mal gelesen oder gehört oder so. Sie hat uns noch getroffen. Das war ziemlich mies. Aber wir kriegen hier Damage Up und Range Up. Haben halt nur zwei Seelenherzen. Ist nicht wirklich viel. Egal, ab in die nächste Ebene. Hier werden wir jetzt das Sun einsetzen, um schnell zum Boss zu kommen. Ciao. So, jetzt wissen wir, wo alles ist. Wir wissen auf jeden Fall. Ah, so, erstmal nochmal wieder anders hinsetzen. Okay, wir müssen durch die ganze Ebene durch, um zum Boss zu kommen. Na super. Willst du einmal schnell zum Boss, Alter, dann kannst du es nicht, weil man durch die ganze Ebene muss. So, hier ist auf jeden Fall Geheimraum. Okay, ciao. Böhmchen drin, okay. Okay. Hier sprengen wir natürlich noch. Boom. Spinnen, Spinnen überall. So, wie sieht es mit Damage? Damage ist immer noch super, hat sich nicht verändert. Seit Ewigkeiten, aber egal. So, komm, verpisst euch, wir können in den Zacki-Zacki-Raum. Das würde mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ja, machen wir auch mal. Ne? Wir kriegen zwar ein halbes Herz. Ne, wir kriegen ein ganzes Herz an. Oh, Leute. Das wäre schon ziemlich viel Ei. Aber da könnte ja was so krasses drin sein. Ich mach's. Bitte. Nein! Ein Herz umsonst ausgegeben. Oh nein, ist auch diese Gegner. Ich möchte sie nicht in meiner Nähe haben. Fuck! Okay. Fuck, jetzt haben wir wieder ein rotes Herz. Oh man, boys. Fliegen auch nur 50 Kugeln rum. Verdammte Scheiße. Was geht denn bei euch, Boys? Da komm weg.
Oh Leute, jetzt wird es so langsam sich echt eng. Wir haben halt nur ein Herz, ne? Das ist ziemlich... Okay, Bombe legen. Boom, ein paar wegsprengen. Das war ziemlich knapp gerade. Komm, soll jetzt nur noch diese komischen Drehdingens, Kirchens, Scheißdreck da. So, dich kriegen wir auch noch irgendwie tot. Komm, verrecket. Verrecket allesamt. Hier kann ich halt wirklich blaue Steine nicht mehr erkennen. Das ist wirklich gar nicht mehr. Ich erkenne das Kreuz einfach nicht drauf. So, wir gehen straight zum... Ah, scheiße. Das war ein bisschen blöd. So, erstmal ein bisschen... Rushen. Okay, okay, okay. Komm her. Oh Mann, nur ein Herz, Leute. Was soll denn das nur werden? Okay, erstmal die an der Seite hier wegmachen. So, und dann ihr weg. Komm. Oh, das ist einer, der Giftsachen spuckt. Juckt uns nicht. So. Ein Seelenherz hätte ich bitte gern. Das wäre, also ein Seelenherz wäre nicht schlecht. So, das kriegen wir noch gut hin. So, Schlüssel. Wir brauchen keine Schlüssel mehr, aber danke. Oh Mann. Hey, durch was sind wir gerade gestorben? Keine Ahnung. Wir müssen die Augen ziemlich scheiße. Ach so, oh Mann, ich bin so blöd, ne? Das sind die Fliegen, die in alle vier Richtungen schießen. Wir verlieren gerade ziemlich. Oh, der Raum. Ach, jetzt ist der Raum fertig, chillig. Okay, aber wir haben zu viel Leben verloren. Wir gehen jetzt da rein und es ist Conquest, okay, also machbar. Ohne Damage zu kriegen, eigentlich. Ah, das könnte halt ziemlich kritisch werden, weil es halt einfach Zufall ist. Ob es uns trifft oder nicht. Oh Mann! Fuck, okay, nochmal. Wir können Bomben legen zur Not. Die müssen ja, die machen richtig gut Damage, unsere Bomben. Scheiße, die wird nicht treffen. Ah, doch ein bisschen. So, er ist down. Wir kriegen sogar einen Devil Deal. Wir könnten sogar einen Devil Deal irgendwas. Brimstone. Brimstone. Wir werden wiedergeboren, ne? Wir werden wiedergeboren. Nimm den Brimstone, stirb. Und leb wieder. Ja, haben wir jetzt den Brimstone? Wir haben den Brimstone. Fett. Oh Gott, und wir haben so einen Pony. Das war auch ziemlich chillig. Was war da noch drin? Nee, gab es Terrorborn, möchte ich nicht. Oder hatten wir schon? Ne, wir hatten erst ein Guppy-Item. Wir gehen weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt haben wir Brimstone. Geil. Und das Pony, mit dem wir nochmal fliegen können. Aber wir hatten eh kein Space-Item, also von dem her kann ich es auch mitnehmen. Oh Leute, Brimstone ist schon ziemlich geil. Das Brimstone ist schon ziemlich fresh. Vor allem, wir machen gut Damage mit ihm. Was bist du? Balls of Steel, das gefällt mir. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr leben. Und wir haben ja Homing-Shots, wie krass. Nee, dafür mache ich das nicht. Mit Homing-Shots, wie geil. Oh, komm, verreck Dinge. Dingel, 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 dingel. Oh, weg ist er. Nochmal zwei Bämmchen. Oh, Leute. Komischer Run irgendwie. Komischer Run. Aber wir waren richtig stark. Dann hatten wir kaum Leben. Sind die ganze Zeit verreckt. Und jetzt sind wir wieder ziemlich stark. Jetzt haben wir wieder gute Chancen, hier recht weit zu kommen. Auf jeden Fall, wir können mal besiegen. Denke ich mal, was haben wir hier noch? Oh ja, so wunderschön. Dankeschön, Spiel. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir gerade so viele Seelenherzen gibst. Das ist so, hey, die Münze will ich haben. Die brauchen wir vielleicht noch. Nein, brauchen wir sehr wahrscheinlich nicht, aber egal. So. Hat dein Brimstone wieder auf. Okay, zweimal diese komische Fuzzi da. Wie heißt der? Ich weiß es nicht. Ist der eine weg? Boom. Bitches? Mams Zehennagel nehmen wir nicht mit. Das macht einfach, dass Mom ab und zu mal stampft. Sind wir hier hinter sicher? Ich glaube schon eigentlich, oder? Wir kommen gar nicht so weit von dem her. So, weg. So, nochmal zwei Bomben. Wir haben gut, wir haben viele Bomben auch. Das ist auch ziemlich nice. Da ist so ein Riesengehirn. Es ist doch ein Gehirn, oder? Ich glaube, das habe ich schon mal in einem Part gefragt, ob das ein Gehirn sein soll. Das sieht, oh, das war schön. Das sieht mir so nach Gehirn aus. Oh, und ist der jetzt verreckt? Ich glaube, an unserem Rotten Baby. Oder an der Fliege, die wir dabei haben. Ah, kein schöner Raum. Scheiße, Schaden bekommen. Egal. So, ja, ab zum Boss. Ab zu Mom's Heart. Weg mit den scheiß Augen. Ich hasse diese Augen, ne? Komm runter. Scheiße. Egal. Okay. Wir haben zum Glück Homing Shots. Scheiße. Nochmal Damage. Mit dem Pferd. Mom's Heart is down. Gehen wir zu Satan? Gehen zu Satan, oder? Ja, komm, wir gehen zu Satan. Möchten ja, dass
Ding voll kriegen. The wire coat hanger has appeared in the basement. Okay. Möchten ja das negative Polaroid voll kriegen. Ab in Sheol. Sollen wir das mitmachen? Mal gucken. Könnte ja was Cooles drin sein. Ist zwar nichts Cooles drin, aber es hätte ja sein können, dass etwas Schönes drin ist. Okay, chop. Sollte kein Problem werden. Weg mit dir. Kommt noch einer? Ja, kommt sogar noch einer. Ich hätte gedacht, es kommt nicht keiner mehr, aber es kam noch einer. Das ist okay, Leute. Sind eh beide down. Sehr schön. So, und noch Piercing Shards. Nehmen wir mit und nehmen wir auch Cancel mit, weil diese Missing Glowing Page oder so, die hat, weiß ich immer noch nicht, was die macht, deshalb nehme ich es jetzt mal nicht mit. Wo Piercing Shots bringt mit Brimstone eigentlich genauso wenig, aber egal, Leute, ja, es ist mir egal. Ich möchte es einfach haben. Was macht das? Kann das Pferd? Ah, okay, es kann spucken. Interessant. Interessant, Pferd, ne? Ah, weg mit euch. Weg mit euch. Ultra Pride. The left hand has appeared in the basement. Da ist the left hand. Was bringt denn the left hand? I don't know. Wir nehmen es mit. Piercing Shot bringt uns eh nichts. Und Cancer haben wir immer noch. So, das werden wir natürlich sprengen. Wenn wir da mitspringen, dürfen wir sogar beide erwischen, oder? Nö, leider nicht, aber egal. So, jetzt treffen wir das andere auch noch. Leider kein Seelenherz. Da kommen hier nochmal. Hier könnten schwarzen Herzen drunter sein. Eine Karte. Okay, was für eine? The Stars. Und ein schwarzes Herz. Was bringt uns die Stars? Keine Ahnung, was es ist. Es hat uns, ich glaube, Random Port einfach. Könnte gut sein. So. Zackenraum, ja oder nein? Wenn wir hier ein schwarzes Herz finden, ja, sonst nein. Nö, also gehen wir nie. Aber es könnte so ein gutes Item drin sein. Leute, der Emperor, wir können direkt zu Satan. Wir gehen direkt zu Satan. Los, Leute. Wir kennen keine Gnade. Da hat sich das schon recht früh geklärt. Scheiße! Minimal zu früh. Fuck, fuck, fuck. Chillt euch mal, Boys. Die Bombe macht ihm noch ein bisschen Damage. Das ist schön. So, ja. Macht dann Brimstone. So. Jetzt ist die Phase weg. Na, sie ist weg, ja. So, jetzt noch die letzte Phase. Ich hasse diese kleinen Viecher. Die regen mich immer so auf. Die kleinen Viecher sind schlimmer als die Füße von Satan, ey. Ich werde eher durch die kleinen Viecher getroffen. Aber mit Homing Shot Brimstone geht das eigentlich ziemlich gut. Fuck. Fuck. Ziemliches Fuck. Ziemliches Fuck. Wir haben es geschafft, The Bomb Bag Trophäe erhalten, ab in die Kiste. Bomb Bag has appeared in the basement. Das dritte Teil vom Negativ Polaroid ist da. Oh Leute, wir haben es geschafft. Huiuiui, richtig, ich bin hier. Am Schwitze bin ich schon. War ein verschickter Run auf jeden Fall, muss ich mal sagen. Wir hatten so die Down-Phasen im Run und dann wieder die Up-Phasen. War ziemlich schön. Ich hoffe, euch hat der Run auch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist und auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und ja, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Run wieder. Peace up und haut rein.